In der Woche vom 13. bis zum 17. September fanden bei der Firma Egger Holzwerkstoffe Wismar 3 Bewerbertage statt, mit dem Ziel, qualifizierte Arbeitskräfte zu finden. Auch das Unternehmen selbst nutzte die Chance, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren. Zum einen, der Standort Wismar ist ein zukunftssicherer Arbeitsplatz. Wir investieren jetzt in den nächsten Geschäftsjahr 90 Millionen Euro in den Ausbau und in der Haltung des Standorts, sind nach wie vor ein familiengeführtes Unternehmen. Sprich, die Perspektive, die wir unseren Mitarbeitern bieten wollen, die ist uns sehr sicher. Wir bieten ein marktgerechtes und faires Entgelt mit überdurchschnittlichen Konditionen im Bereich der Zuschläge. Wir bieten Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Bei der Werksführung zeigt der Personalleiter Michael Moser den Bewerbern 3 Produktionshallen, den MDF-Bereich sowie die Beschichtungs- und Laminatproduktion. Anschließend hatten die Bewerber kurze Vorstellungsgespräche in 6 verschiedenen Tätigkeitsbereichen. 10 Minuten Zeit also, Tätigkeit und Führungskraft kennenzulernen, Fragen zu stellen und zu beantworten. Die insgesamt 35 Bewerber für diese Woche wurden vom Jobcenter Wismar gestellt. Geschäftsführer des Jobcenters Martin Greiner begrüßte es, dass die Bewerber die Chance bekommen, direkt ihren potenziellen Arbeitgeber kennenzulernen. Für uns ist es eine tolle Gelegenheit, unsere Kundinnen und Kunden, die bei uns im Jobcenter gemeldet sind, abseits der üblichen Bewerbungsform einmal zu platzieren. Und es zeigt ja auch, so ist auch die Rückmeldung von den Teamleitern, von den Führungskräften hier vor Ort, dass das ein tolles Format ist und wir wollen das auch wiederholen. Vielleicht ist das auch eine Anregung für andere Betriebe, in der Form mit uns noch mal etwas enger zusammenzuarbeiten. Im Moment ist die Situation wirklich günstig und wir freuen uns auch, dass wir hier so erfolgreich mitarbeiten können. Durch die Bewerbertage lernt die Firma Egger ihre zukünftigen Arbeitskräfte kennen und können diese auch im direkten Vergleich gegenüberstellen. Michael Moser zieht ein Fazit über die Woche. Ich bin begeistert über die Idee dann, wie sie dann aufgegangen ist tatsächlich, Bewerber hierher einzuladen und dann ihnen das Unternehmen kurz zu präsentieren. Die Firma Egger ist nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Ausbildungsbetrieb. Aktuell bildet die Holzwerkstofffirma in Wismar 54 Azubis aus. Zukünftig möchte sich das Top-Ausbildungsunternehmen jedoch noch steigern. Wir werden nächstes Jahr von derzeit ungefähr 50 Ausbildungsplätze auf 70 Ausbildungsplätze hochfahren. Jeder Auszubildende bei uns ist auch schon fix eingeplant. Das heißt, wir bilden nicht aus, um irgendwelche Auszubildende mit irgendwelchen Reinigungstätigkeiten zu beüben, sondern wir wollen die jungen Leute für uns gewinnen, um den demografischen Wandel zu überwinden, die Leute für uns zu begeistern und dann auch langfristig mit denen zusammenzuarbeiten. Am Ende des Tages hat sich das Unternehmen dazu entschieden, 20 Bewerber zum Probearbeiten einzuladen. Egger möchte diese Bewerbertage wiederholen, um sich auch zukünftig als Arbeitgeber dauerhaft zu präsentieren und sich auf dem Arbeitsmarkt als zuverlässigen, starken Partner zu etablieren.